Was ist eine Myositis? Entzündliche Erkrankungen der Muskulatur werden Myositis genannt. Man versteht hierunter eine Gruppe an Erkrankungen, die als Hauptsymptome Schmerzen und eine Schwäche der Muskulatur hervorrufen. Der Zeitverlauf ist unterschiedlich und von der einzelnen Erkrankung abhängig. In jeder Altersgruppe kann es zu Erkrankungsfällen kommen, wobei jedoch Frauen gegenüber Männern meist häufiger betroffen sind. Bis auf die sogenannte Einschlusskörpermyositis, die sich üblicherweise langsam schleichend über Jahre entwickelt, entstehen die Symptome der Myositiden meist in einem Zeitraum von wenigen Wochen bis einigen Monaten. Als Ausdruck der Schädigung der Muskulatur wird das Enzym Kreatinkinase, CK, aus den Muskelfasern freigesetzt und wird im Blut messbar. Wie entsteht eine Myositis? Nach heutiger Kenntnis gehört die Myositis zu den Autoimmunerkrankungen. Das Immunsystem, dessen eigentliche Aufgabe in der Abwehr und Bekämpfung körperfremder Krankheitserreger besteht, attackiert irrtümlich eigenes Gewebe durch Bildung von Antikörpern gegen körpereigene Eiweißstoffe. Der eigentliche Entzündungsprozess kann sich in verschiedenen Bereichen abspielen. Dabei kann es zu einer Entzündungsreaktion direkt im Muskelgewebe, in den versorgenden kleinen Gefäßen, in der Haut oder auch in den inneren Organen wie der Lunge kommen. Beteiligt sind das lernfähige Immunsystem, T- und B-Lymphozyten, sowie Zellen des angeborenen Immunsystems, Monozyten, Makrophagen. Weitere Ursachen sind genetische Veranlagung, Umweltfaktoren, die Einnahme von bestimmten Medikamenten, zum Beispiel Statinen, und Tumore. Wie wird eine Myositis diagnostiziert? Viele Patienten klagen über Muskelschmerzen und Muskelschwäche. Eine ausführliche Anamnese und gezielte Fragestellungen, in welchen Situationen diese Symptome auftreten und welche Maßnahmen zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Beschwerden führen, können bereits erste Hinweise auf die Form der Myositis geben. Typische Anzeichen sind, dass Betroffene nicht mehr gut Treppen steigen und die Arme nicht mehr lange oder gar nicht über den Kopf heben können. Andere Tätigkeiten wie das Tragen von Taschen, Essen mit Messern und Gabeln, Öffnen von Flaschen sind nur mit einem veränderten Einsatz von Techniken oder Hilfsmitteln zu bewerkstelligen. Schluckstörungen, vermehrtes Stolpern und Stürze durch das Wegnicken des Knies bei fehlender Kraft des Oberschenkelstreckers können weitere Anzeichen sein. Durch Fragebögen wird die physische Leistungsfähigkeit ermittelt. Blutuntersuchungen zur Bestimmung der Muskelenzyme können zur differenzialdiagnostischen Einordnung der Myositis beitragen. Das Muskelenzym Kreatinkinase ist bei vielen Myositiden deutlich erhöht. Der CK-Wert kann das 20- bis 50-fache des Normwertes erreichen. Bei der Elektromyographie wird mit einer feinen Nadel die bioelektrische Aktivität einzelner Muskelfasergruppen bestimmt. Auch moderne bildgebende Verfahren, insbesondere die Kernspintomographie, lassen den Verdacht auf eine entzündliche Muskelkrankheit weiter untermauern und gegebenenfalls auch eine geeignete Stelle für die Muskelbiopsie auswählen. Die Muskelbiopsie ist die aufschlussreichste Untersuchung zur Bestimmung einer Myositis. Nach der lokalen Betäubung wird ein kleines, erbsengroßes Muskelstück in einem Speziallabor histologisch untersucht. Bei Myositiden werden Antikörper gebildet, die den einzelnen Unterformen zugeordnet werden können und damit ein wichtiger Bestandteil für die Diagnostik und Behandlung der Myositis sind. Der Nachweis von Antikörpern ist jedoch nicht zwingend gegeben. Es kommt vor, dass bei Betroffenen mit IBM, IMNM, DM und OM keine der genannten Antikörper nachweisbar sind. Unterschiedliche Formen der Myositis, auch Myositiden genannt, Polymyositis, PM. Die Polymyositis ist eine Entzündung der Skelettmuskulatur, die unbehandelt zu einer voranschreitenden Muskelschädigung führt. Zum Teil können diese Schäden so ausgeprägt sein, dass der Körper diese nicht mehr vollständig reparieren kann. In diesem Fall wird der Muskel durch Binde- und Fettgewebe ähnlich einer Narbe ersetzt, sodass die Muskulatur mit der Zeit weniger wird. Dieser Vorgang wird Atrophie genannt. Dadurch wird die verfügbare Muskelkraft immer weniger.
Myositis-spezifische oder Myositis-assoziierte Antikörper für eine Polymyositis sind derzeit nicht bekannt. Einschlusskörpermyositis, Inclusion Body Myositis, IBM. Die Einschlusskörpermyositis unterscheidet sich in verschiedener Hinsicht von den anderen Formen der Muskelentzündung. Bei der Erkrankung kommt es zu einer Schädigung unterschiedlicher Muskelgruppen. Durch die Schwächung des Oberschenkelstreckers kommt es zu einer Beeinträchtigung des Stehens und Gehens und der Faustschluss ist durch die Schwächung des Fingerbeugers beeinträchtigt. Als wichtiges Leitsymptom kommt es bei 60% aller Betroffenen zu Schluckstörungen. Darüber hinaus können praktisch alle Muskeln des Körpers in Mitleidenschaft gezogen werden. Zum Teil besteht dabei eine beträchtliche Asymmetrie bezüglich der Beteiligung beider Arme oder Beine. Das bedeutet, dass die Muskelschwäche dann zum Beispiel den linken Arm und das rechte Bein oder das linke Bein und den rechten Arm betrifft. Bei einer geschätzten Erkrankungshäufigkeit von bis zu 25 pro 1 Million Einwohner gehen wir von über 2000 Erkrankten in Deutschland aus. Dermatomyositis, DM. Die Dermatomyositis ist eine seltene Erkrankung mit einer jährlichen Anzahl von Neuerkrankungen von 2 bis 10 Fällen pro 1 Million Einwohner. Typische Merkmale sind die Beeinträchtigung der körperstammnahen Muskulatur von Schulter- und Beckengürtel und eine entzündliche Rötung der Haut, Erythem und Dermatitis. Weitere Merkmale sind Schwellungen um Nasenwurzel und Augenlider, rosa-violette Knötchen an den Streckseiten der Finger und Rötungen an Knien und Gelenken. Juvenile Dermatomyositis, JDM. Bei der juvenilen Dermatomyositis handelt es sich zwar um die häufigste entzündliche Muskelerkrankung des Kindes, allerdings ist die JDM trotzdem sehr selten. In Deutschland erkranken etwa 50 Kinder pro Jahr. Die Hauptbeschwerden bei der JDM sind typische Hautausschläge im Gesicht und an den Streckseiten der Fingergelenke und eine Muskelschwäche, die besonders die Rumpf- und rumpfnahen Muskeln betrifft. Gelegentlich beginnt die JDM aber auch mit einer schweren akuten Erkrankung, bei der Fieber und Allgemeinbeschwerden auftreten können. Zu beobachten sind Probleme beim Aufstehen vom Boden, Umdrehen beim Liegen, das Treppensteigen oder das Greifen über dem Kopf. Immunvermittelte nekrotisierende Myopathie, IMNM. Die immunvermittelte nekrotisierende Myopathie ist im Wesentlichen charakterisiert durch 3 Merkmale. Eine oft schwer verlaufende und sich rasch entwickelnde Schwäche der körperstammnahen Muskulatur der Arme und Beine mit oft deutlicher Erhöhung des Muskelenzyms Kreatinkinase, CK. Das krankhafte Absterben der Muskelzellen, Muskelzellnekrosen, festgestellt anhand einer Biopsie. Den Nachweis von pathologischen Autoantikörpern im Blut. Antisynthetase-Syndrom, ASS. Eine häufig vorkommende Myositisform ist das Antisynthetase-Syndrom. Aufgrund der häufigen Gelenk- und Organbeteiligung kommen Rheumatologen wahrscheinlich häufiger als Neurologen mit der Erkrankung in Kontakt. Neben der Myositis können folgende Symptome beobachtet werden: Fieber, das Raynaud-Syndrom, gekennzeichnet durch das plötzliche Abblassen der Finger mit Weiß-, Blau- und Rotfärbung, auch Leichenfinger genannt. Rissige, raue Haut an den Händen, Mechanikerhände, Lungenbeteiligung in Form einer interstitiellen Lungenerkrankung und einer Arthritis mit möglicher Rötung und Schwellung der Gelenke. Alle genannten Symptome müssen nicht zeitgleich auftauchen, sondern können erst im zeitlichen Verlauf auftreten. Overlap-Myositis, OM. Bei der Overlap-Myositis handelt es sich um eine Myositis, die in Verbindung mit anderen Autoimmunerkrankungen auftritt. Bei jedem Myositis-Patienten sollte daher aktiv nach dem Vorhandensein anderer systemischer Symptome gesucht werden. Klassische Beispiele einer Overlap-Myositis sind die Kombination aus einer Entzündung der Skelettmuskulatur, Polymyositis und des systemischen Lupus erythematodes oder einer systemischen Sklerodermie, einer Verhärtung der Haut im Bereich der Finger oder Unterarme oder auch der Oberarme und des Rumpfes. Tumorsuche. Bei einem Teil der Betroffenen wird die Muskelentzündung durch eine Tumorerkrankung hervorgerufen. Dabei kann die Muskelentzündung der Tumordiagnose vorausgehen.
Der Zusammenhang zwischen Tumor und Muskelentzündung kommt vor allem bei bestimmten Autoantikörpern, wie zum Beispiel dem TIF-1-Gamma, vor. Eine gründliche Tumorsuche, einschließlich einer Schnittbilddiagnostik, CT, MRT, ist daher unerlässlich. Multiorganerkrankung. Eine Myositis befällt oft nicht nur die Muskulatur, sondern auch die Haut, Gefäße, innere Organe, die Lunge und das Herz. Deswegen muss bei einem schnellen, teilweise untypischen Verlauf mit Fieber, Gelenkschmerzen, Luftnot, Kurzatmigkeit, Herzrhythmusstörungen, Gewichtsverlust und Nachtschweiß immer auch an eine Myositis gedacht werden, um schnellstmöglich eine geeignete Therapie einleiten zu können. Therapie einer Myositis. Das Ziel einer Therapie ist, die Entzündung zu unterdrücken und eine bleibende Muskelschwäche zu vermeiden. Dazu ist eine medikamentöse Immunsuppression erforderlich. Ohne Behandlung wird die Schwäche der Muskulatur typischerweise im Verlauf von Wochen bzw. Monaten schlimmer. Wenn in dieser Zeit keine wirksame Behandlung etabliert wird, kann es sein, dass bleibende Schädigungen in der Muskulatur entstehen und die volle Kraft trotz maximaler Therapie nicht mehr erreicht wird. Je nach Schweregrad der Erkrankung macht dies oft eine langwierige und damit potenziell nebenwirkungsreiche Therapie mit verschiedenen Medikamenten erforderlich. Arzt und Patient müssen dabei eng zusammenarbeiten, um zwischen der Beeinträchtigung durch die Erkrankung selbst und möglichen Nebenwirkungen durch die Therapie abzuwägen. Bei organbedrohenden Schädigungen, wie beispielsweise Lungen- oder Herzbeteiligung, ist eine intensive Akuttherapie notwendig, um dauerhafte Schädigungen zu vermeiden. Für die Akuttherapie werden Glukokortikosteroide intravenös verabreicht, wodurch ein schneller Wirkungseintritt erreicht wird. Anschließend wird in der Regel auf eine orale Therapie umgestellt. Bei kritischer Organbeteiligung oder fehlendem Ansprechen auf andere Therapien kommt eine Eskalationstherapie in Betracht. Ist nach initialer Behandlung das Nachlassen von Krankheitssymptomen erreicht oder dauerhaft die Glukokortikosteroiddosis zu hoch, werden üblicherweise andere Immunsuppressiva eingesetzt. Hierbei sind verschiedene etablierte und neuere Therapien im Einsatz. Es handelt sich dabei bis auf wenige Ausnahmen um sogenannte Off-Label-Therapien, das heißt Einsatz der Therapie außerhalb des Zulassungsbereiches. In manchen Fällen ist vor Therapiebeginn daher eine Kostenzusage durch die jeweilige Krankenkasse notwendig. Experimentelle Therapien. Bei diesen Substanzen mit neuartigem Wirkmechanismus handelt es sich unter anderem um Medikamente, die Signalwege intrazellulärer Botenstoffe hemmen und somit immunsuppressiv wirken. Dazu gehören die Wirkstoffe Januskinase und Leflunomid. Weitere neue Substanzen und neue monoklonale Antikörper befinden sich in der Erprobung. Das Myositis-Netz. Das Myositis-Netz ist ein überregionales und interdisziplinäres Netzwerk aus Forschern und Ärzten im Bereich der entzündlichen Muskelerkrankungen. Durch den Zusammenschluss unterschiedlicher Standorte und Forschungseinrichtungen soll die Entstehung verschiedener seltener Muskelerkrankungen erforscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.myositis-netz.de. Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Rehabilitation und Sozialmedizin. Neben den medikamentösen Behandlungen können entsprechend der Symptomatik einer entzündlichen Muskelerkrankung weitere Therapiemaßnahmen angeboten werden. Dazu gehören Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Die Physiotherapie oder Krankengymnastik ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung entzündlicher Muskelkrankheiten, sowohl in der akuten Phase wie auch im weiteren Verlauf der Erkrankung. Das Ziel der Physiotherapie ist die Wiederherstellung der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers. Dazu gehören aerobes Ausdauertraining, dosiertes Krafttraining, Gangtraining, Atemgymnastik und physikalische Therapie. Der ergotherapeutische Behandlungsschwerpunkt liegt in der Verbesserung der Rumpfstabilität und der Armfunktionen sowie den notwendigen Maßnahmen, um den Alltag zu bewältigen. Das sind Therapien für Rumpf, Arme und Hand sowie Hilfsmittelversorgungen und Unterstützung der Aktivitäten des täglichen Lebens. Logopädie lässt sich als nichtärztliches medizinisches Behandlungsverfahren bei Sprach-, Sprech-, Stimm-
Schluck- oder Hörbeeinträchtigungen zusammenfassen. In manchen Fällen kann auch eine Rehabilitation teil- oder vollstationär erforderlich sein. Ernährung. Eine gesunde Ernährung ist für eine Verbesserung der allgemeinen Gesundheit sehr hilfreich. Eine mediterrane Diät zählt zu den gesündesten Ernährungsmethoden und ist relativ einfach umzusetzen. Auf den Tisch kommen viel frisches Gemüse, Salat, Nüsse, Fisch und Olivenöl. Auf zu viel rotes Fleisch und fetthaltige Milchprodukte wird verzichtet. Für eine antientzündliche Wirkung ist zudem ein ausgewogenes Verhältnis von ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren wichtig. Da es bei Betroffenen mit Myositis oft zu Schluckproblemen und dadurch zu Mangelernährung kommt, ist es sehr wichtig, auf eine kalorienreiche Ernährung zu achten. Je nach Schweregrad der Schluckproblematik muss die Nahrung angepasst, zum Beispiel püriert werden oder per Sonde zugeführt werden, um den weiteren Abbau von Muskeln zu stoppen. Sonnenschutz bei Dermatomyositis-Patienten. Vor allem die Patienten mit Dermatomyositis können eine Verstärkung der Hautsymptome durch zu viel Sonneneinstrahlung auf der Haut erleben. Daher sollten insbesondere diese Patienten einen ausreichenden Sonnenschutz beachten. Stressreduktion und Schlafhygiene. Stressreduktion und ein erholsamer Schlaf sind nicht nur für eine ausgeglichene Stimmungslage hilfreich, sondern stärken erwiesenermaßen auch das Immunsystem und die allgemeine körperliche Belastbarkeit. Gerade bei Myositis-Patienten können Stressbelastung und Schlafmangel zu einem Aufflammen von Muskelschwäche, Schmerzen und Hautirritationen führen. Ganzheitliche Anwendungen für Körper und Geist. Diese Verfahren sollen zur Entspannung und Stressreduktion beitragen und werden auch von vielen Menschen unabhängig vom Vorliegen einer Erkrankung als positiv empfunden. Dazu gehören Methoden, die der Patient selbst durchführt, wie autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Yoga, Tai Chi, Qigong, Meditation und Gebet. Akupunktur, chiropraktische und osteopathische Anwendungen, Massage, ayurvedische und traditionelle chinesische Medizin, Homöopathie sind weitere Maßnahmen, die durch Therapeuten durchgeführt werden. Selbstfürsorge. In erster Linie geht es bei der Selbstfürsorge darum, sich selbst genügend Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und das zu tun, was einem gut tut. Self-Care-Maßnahmen haben daher auch einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit. Weiterführende Informationen zur Arbeit der Diagnosegruppe Myositis in der DGM sowie einen umfangreichen Patientenratgeber finden Sie nachfolgend im Internet unter www.dgm.org. Dieser Film entstand mit freundlicher Unterstützung der AOK.